aber die Ben-Kiste ist ja noch genau, wie ich die eingepackt habe. Hast du überhaupt noch nicht aufgemacht? Nee, hab ich halt noch nicht. Aber der kann doch nicht einfach so weg sein. Dem Leben muss doch auch was fehlen. Oh Gott, mein altes Handy. Da sind bestimmt noch seine ganzen SMS drauf. Manchmal braucht man eine Weile, ich kenne das ja. Ich weiß nicht, ob meine Weile schon um ist. Ich finde, solange ich mit ihr rede, ist er nicht tot. Vielleicht solltest du es auch machen. Ben in dein Leben zurückholen, mit ihm reden. Ben? Oh Gott, das geht nicht. Hallo? Ich habe eine SMS bekommen mit dem Gedicht, was ich heute Morgen vorgelesen habe. Ist das nicht ein krasser Zufall? Lustig. Ich kriege so komische SMS von irgendjemandem. Das ist irgendeine Olle. So, jetzt irgendeine Olle? Alter, schreib da kein Typ. Love Fool wäre genau das Richtige für dich. Warte, jetzt mal ein Profil. So. Ich glaube, ich bin mit dem Thema durch. Ab wie viel Treffen vögelst du? Wahrscheinlich gibt's für jeden nur einen. Ich hatte meinen schon. Schreib mal drei. Das ist sie. Habe ich doch geahnt. Wer ist sie? Clara. Das ist die Clara. Essen Sie? Also nicht generell, eher speziell. Ich meine, mit mir. Würden Sie mal? Klar. Ja, perfekt. 18 Uhr, bis gleich. Ich freue mich auch. Er war schon sehr seltsam. Ja, seltsam heißt nervös. Nervös heißt interessiert. Das ist gut. Denk bitte an deine Datingbehinderung. Stell keine deiner behämmerten Fragen. Was wärst du wohl für ein Tier? Tier. Mhm. We can fly. Du schwärmst für eine Frau, die ewig lange SMS an ihren toten Ex-Freund oder weiß ich nicht wen schickt. Sie berührt mein Herz. Sind Sie verliebt? Ich kann doch jetzt nicht immer, wenn ich jemanden küsse, davon traurig werden. Bin ich jetzt für den Rest meines Lebens traurig? Die sind bei mir gelandet. Die hab ich bekommen. Die haben was mit mir gemacht, die SMS. Der hat sich benommen wie ein Arschloch, weil er mich nicht wollte. Marc hat sich benommen wie ein Arschloch, weil er dich wollte. Schlechtes Arschloch, gutes Arschloch, ist ein Unterschied, weißt du? Er ist echt der süßeste Typ, den ich je kennengelernt habe. Und eins sage ich dir, der steht wirklich auf mich. Für Kathi. Muss das denn sein, die ganze Schminke? Du siehst aus wie eine Dirne. Und Steffi. Mir ist es egal, wer das macht. Mir nicht. Hat das Leben keine Beschränkung. Du hast mit Carlos geschlafen? Ja, bis mein Vater kam. Dein Vater kam? Nach Hause, du Idiot. Hat die Liebe keine Regeln? Jetzt pass mal auf. Was wollt ihr trinken? Haben Träume keine Grenzen? Ich kenne eine Band, die suchen gerade eine Sängerin. Willst du mich mal kennenlernen? Boah, echt? Bedeutet jeder Betrug. Papa. Das Ende der Welt. Kennst du die? Na, mein Engel. Sprich mit mir. Ich will wissen, um was es wirklich geht. Steffi hat erfahren, dass deine Mutter eine Affäre mit ihrem Vater hat. Sie hat sich voll verändert. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit zu streiten. Du musst mal lernen, dich für eine Seite zu entscheiden. Entweder sie oder ich. Was hast du vor? Was wir jetzt vorhaben? Du landest doch noch in der Gosse, wenn du so weiterhaust. Bitte, oh Herr, mach doch Mama und Papa sich bald scheinen. Komm, ich bring dich hier raus. Mir ging's noch nie so beschissen in meinem Leben. Hör doch auf, irgendjemand sein zu wollen, der du gar nicht bist. Das bin ich, Mama, komm hier! Große Mädchen weinen nicht. Siki Müller. Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen. Kommt gerade frisch aus dem Knast. Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben. Aber da gibt es leider ein winziges Problem. Fuck. Also ich stand da neulich noch nicht. Wieso vergräbst du das Scheißgeld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Und? Ich suche einen Heizungskeller und grab mich ran ans Geld. Eine super Lösung. Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Nee, ich schon. Ich arbeite ja morgen. Aushilfslehrer. Ach, wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns noch mal treffen, ein bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt. Sie sind ein Bruder, Mann! Der nackt mich nicht an hier. Wo ist das Klassenbuch? Am Schrank. Ah! Sie sind Wichser!
dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem... Unterricht hat angefangen! Ein Problem mehr. Mach deinen Job. Ich kann Frau Gerst auch sagen, dass du nur Filme guckst und die Kindern Angst machst. Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf? Boah, bitte nicht wieder KZ. Presse jetzt! Heute waren wir auf einem Ausflug. Ey, bitte nicht aufhängen, Hamela, bitte. Dann müsstest du aber in die Theater AG. Okay, Mann. Aber lassen die scheiß Brustwarze in Ruhe. Julia, sofort zu, wir ficken! Zack, zack, zeig mal Möpse! Wir schreiben das um, das wird cool. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens. Deine Schülerin weint. Chantal. Ja? Oh, leise. Fuck you, Goethe. Weiter rechts. Wir machen jetzt. Ja. Sind die Lehrer? Ab 7.11. nur im Kino. Das ist Vincent. Vincent ist etwas speziell. Ey, ich hab einen Clown im Kopf, der mir ständig zwischen die Synapsen scheißt. Der mich immer zwingt, genau das zu machen, was ich gerade am wenigsten gebrauchen kann. Wir sind heute hier zusammengekommen, um von einer liebevollen Mutter... Putze! Deswegen soll Vincent ins Heim. Sind eine Menge in deinem Alter von den Leuten da? Solche, wie ich mal so. Und dort lernt er nette, neue Freunde kennen. Hallo Alexander, das hier ist Vincent. Er wird für eine Weile hier wohnen. Wie bitte? Ich bin Marie. Warum hast du zugenommen? Siehst irgendwie so fett aus. Was da drüben ist aus... Mann, fick dich! Wie bitte? Tourette. Fotze. Doch Vincent will mehr. Ich habe ein Auto. Vincent will... Uns mehr. Das ist ja gar nicht euer Auto. Das gehört Frau Dr. Rose. Ich muss davon ausgehen, dass Sie meinen Wagen gestohlen haben. Was? Sie sind hier. Jetzt nicht zu überstürzen. Wir müssen überlegen. Vincent! Oder so. Fotze, ist den Typen fast umgefahren. Hast du gerade Fotze zu mir gesagt? Das war sein Tourette, du Idiot. Nee, das habe ich schon so gemeint. Und jetzt überlegen wir, wo können die sein? Weil die müssen was essen. Die Jungs zumindest. Die können überall sein. Nee, können sie nicht. Wieso nicht? Aber es regnet. Das ist die höchste Stufe. Was ist eigentlich in deiner Dose? Meine Mutter. Und sag mal, kifft ihr etwa? Wenn du kiffst, betäubst du die Schmerzen, Alex. Aha. Welche Schmerzen? Wieso isst du nichts? Das ist nicht so einfach. Ey. Dann küss mich richtig. Versprichst du mir was? Isst du heute was? Von meinen Kindern. Von meiner Tochter und meinem Sohn. Lilly ist 21, studiert Tanz und Gesang an der Theaterakademie. Und der Bub, wie alt ist der? Ja, das ist das Problem. Wieso stört sie das so, dieses Bild? Weil mein Bruder tot ist. Und meine Mutter ihn zur Deko an die Wand hängen will. Hallo. Hallo, Lilly. Warum machen Sie eigentlich Skizzen von mir, wenn Sie mich eh schon fotografiert haben? Das eine ist, was die Kamera mir sagt, wie Sie ausschauen. Und das andere, was meine Augen mir sagen, was meine Hände beschreiben wollen. Soll ich mich ausziehen? Muss nicht sein. Also, Max, warum sind Sie schon so lange allein? Ich bin gern allein. Haben Sie keine Angst vorm Alleinsein? Vor Leuten habe ich mehr Angst.
Ich finde nicht, dass das hier so gut läuft. Was? Die Beziehung? Willst du immer bei mir sein, mit mir sein? Ich kann ja nicht mal alleine pissen gehen. Ich will alles wissen von dir. Ich will jeden. Es muss etwas passieren, Elia. Ich will aber nicht, dass was passiert. Rede mit mir. Lass deine Hände von mir, du! Alexander wollte immer an deine Hand gehen. Da war sehr anhänglich. Das ist dir ziemlich auf die Nerven gegangen. Ich will meinen Bruder wieder haben. Sie sind stark und entschlossen. Klar kann ich stark sein. Aber vielleicht hat sie ja mal irgendjemand dafür interessiert, wie es mir damit geht. Und jetzt? Na, du musst mich führen, du bist der Mann. Du musst mir zeigen, was du willst. Er müsste endlich aufhören, nach einem Grund zu suchen. Weil es vielleicht mehr gibt als nur einen.